Habt ihr jetzt den Hinweis eingesammelt und kehrt anschließend dann zum Missionsmenü zurück. Kommt anschließend eine Filmsequenz, die schauen wir uns an und ich melde mich gleich nochmal zurück. Bravo 6 an Krix. Freigabe. Jo Leute, wir gehen jetzt die neuen Geheimdatenmissionen durch und zwar Einfluss von außen und die Kommandozentrale. Leider habe ich die erst die letzten Tage bemerkt und die sind jetzt, glaube ich, mit dem letzten großen Update reingekommen. Mir ist jetzt natürlich klar, dass es jetzt schon etwas zu spät dafür ist, aber wer mich jetzt dennoch unterstützen will, wäre es natürlich nice, wenn er ein Like da lasst und sogar 40% des Videos schaut. Okay, wir gehen jetzt alle Standorte durch und dann gibt es auch noch eine geheime Videosequenz, aber wir beginnen erst mit der Mission Einfluss von außen und da startet das diesmal bei Query. Und zwar ist das ganz außen beim Rand, beim Steinbruch. Als Tipp kann ich euch wieder nur dazu sagen, dass ihr unbedingt dieses Banner rechts oben abwartet. Bei mir war das zum Beispiel so gewesen, dass es zweimal aufgetaucht ist und wenn es verschwunden ist, erst dann geht er vom Server runter. Nicht vorher runtergehen, sonst kann es halt zu Problemen kommen. Weiter geht's mit dem zweiten Ziel und zwar ARM 3.1 hat Informationen auf ein Haus hinterlassen und als Hinweis wird hier der Atlas Superstore aufgezählt. Und zwar befindet sich das Haus hier unten links beim Atlas Superstore und wenn er dort oben drauf steigt, sage ich jetzt mal so, oder drauf landet, dann befindet sich dort SOS an der Seite und dann seid ihr auf dem richtigen Haus. So, jetzt kommen wir zum dritten Ziel und zwar eine Lieferung konnte zum Steinbruch zurückverfolgt werden. Und zwar ist es beim hinteren Häuserkomplex und zwar im Erdgeschoss ganz unten, dort wo auch ein Tisch und ein Computer steht. So, auf jeden Fall hier wieder das Banner abwarten und dann geht's zum nächsten Ziel. Dann folgt, überschüssige Chemikalien wurden gelagert. Als Hinweis gibt es jetzt ein Bild von Verdansk und ganz unten in der Ecke steht der entscheidende Hinweis. Und zwar Warehouse 3 im Atlas Superstore. Wenn ihr beim Atlas Superstore dann seid, ist es sozusagen im hinteren Bereich. Und dort ist eine Holzkiste und dort sind halt die Chemikalien gelagert. So, jetzt kommen wir zum fünften Ziel und zwar über den Hafen von Verdansk ist eine Lieferung eingetroffen. Als Hinweis gibt es einen Lieferschein mit Chemikalien und das liegt diesmal unweit vom Hafen in so einem Vorbereich. Ich schwebe auf jeden Fall jetzt bis nach ganz unten und da ist so eine seitliche Einbuchtung, so ein Betonbereich und ganz hinten ist ein Rucksack und da liegt dann halt der nächste Hinweis. So, jetzt kommt ein Gefangener im Gulag, hat Informationen über den Ursprung der Chemikalien. Der entscheidende Hinweis steht jetzt ganz unten und zwar der Gefangene hat Informationen. Das heißt, ihr müsst jetzt Solo Warzone spielen und lasst euch direkt am Anfang sozusagen in die Dead Zone fliegen, dass ihr schnell sterbt und dann geht ihr halt in den Gulag rein. So, wenn ihr dann im Gulag drin seid, müsst ihr die Animation abbrechen, also das ist Intro mit Escape und dann seid ihr auf so einem Stuhl. Ich glaube, da müsst ihr nochmal Enter oder Escape drücken, dass ihr euch schnell befreien könnt. Und dann geht es zur anderen Seite und auf der anderen Seite liegt dann der Hinweis ganz unten auf dem Boden. Und ihr müsst halt wirklich schnell sein, weil es kann sein, dass die Runde sofort schon beginnt und dass es sozusagen gar nicht auf die andere Seite schafft. Da müsst ihr halt nochmal rein dann. Dann geht es zum vorletzten Ziel und zwar der Gefangene hat eine Nachricht hinterlassen. Als Hinweis steht jetzt hier, dass wir zum Bunker 1 müssen. Das ist direkt bei Boneyard und zwar unweit von Storage Town. Wenn ihr dann unten angekommen seid, geht es erstmal eine Etage tiefer und der Code lautet dann 87624851. Nachdem ihr dann das Tor aufgemacht habt, geht es halt rechts nach oben und dann ganz oben nach der Treppe ist es dann rechts auf so einen Tisch. Als Abschluss steht jetzt, Zuckerhelf hat sein Ziel und dann gibt es noch einen Hinweis zu Perseus und Nova. Ganz unten gibt es jetzt noch eine Koordinate mit Länge und Breitengrad und dort geht es jetzt auch gleich weiter. Mit den letzten großen Updates sind halt, wie gesagt, diese zwei Missionen reingekommen und die zweite Mission heißt die Kommandozentrale. Und auch hier geht es jetzt gleich wieder mit einer Golden Münze weiter und im Hintergrund seht ihr schon, das müsste sozusagen beim Hafen sein. Der Ort befindet sich hier aber ein bisschen weiter vor dem Hafen und zwar beim Park und dort, wo auch das Raketensilo ist. Und wenn er dann Richtung Wasser läuft, ist dort so eine Mauer und ein Baum und auf dieser Mauer ist dann halt die Golden Münze. So, danach kommt als zweites Ziel und zwar markieren Sie die Position für die Angriffsteams. Als Hinweis gibt es jetzt hier drei Bilder, wo drei Orte markiert sind, aber wir gehen jetzt hier zum äußerst linken Bereich. Zwar ist das hier, wie gesagt, so ein markantes Haus, was seitlich zu diesem Kanal ist. Und wenn er oben landet, dann müsst ihr noch ein bisschen um die Ecke laufen und da liegt es dann an der Seite, das ist wieder so ein Rucksack. So, weiter geht's jetzt mit dem vierten Ziel und zwar Ghost hat ARM 3.1 bis zum Lager in der Nähe der Gefängniszellen verfolgt.
Und zwar müssen wir jetzt hier hin, wo die drei Hügel sind. Und zwar ist es dieser aber in der Mitte. Und dort müssten halt auch Campingstühle und ein Lagerfeuer sein. Ich war erstmal direkt beim obersten und da ist es aber halt falsch gewesen. So, danach folgt das fünfte Ziel und zwar die Zerstörung hat ihren Ursprung im Bunker 11. Und zwar ist das direkt neben dem Gulag und dort befindet sich halt eine kleine Holzhütte mit einem Keypad. Und wenn ihr davor steht, ist die Zahlenkombination 72948531. Und dort drin dann einfach nur noch E drücken und dann habt ihr halt das nächste. Beim vorletzten Ziel steht jetzt hier, übertragen Sie den Abbruchcode aus der Innenstadt und als Hinweisbild wird diesmal das Atomsilo gezeigt und ein Abbruchcode von 6157 genannt. Ihr schwebt also direkt in Richtung Downtown auf die Seite mit diesem Haus, wo die Antenne ist, das ist direkt parallel gegenüber vom Stadion und dort befindet sich der Hinweis direkt in der Luft, unweit von diesem Antennenmast halt, also direkt da so ein bisschen darunter halt. Habt ihr jetzt den Hinweis eingesammelt und kehrt anschließend dann zum Missionsmenü zurück. Kommt anschließend eine Filmsequenz, die schauen wir uns an und ich melde mich gleich nochmal zurück. Bravo 6 an Grix. Freigabe. Bestätigt, Kommando. Demon-Teams haben den Silo abgesperrt. Gas, Bericht. Mein Turm mit Ghost. Wir haben Sakaios Funk gehackt. Bereithalten, hier ist er. Unser Sieg heute wird ein großer. Gemeinsam drücken wir der Geschichte ein Messer an die Kehle. Es ist Zeit für den letzten Schnitt. Alle Einheiten. Sakaev entzündet die Lunte. Wir haben nicht viel Zeit. Farah, wo bist du? Beim Eingang mit Alex. Wir lenken sie ab. Wachen sind auf dem Weg hierher, Kommando. Beschäftigt sie. Sie kamen nach Verdansk, um uns aufzuhalten. Aber am Ende kämpfen sie gegeneinander. Dieser Krieg schwelt seit 50 Jahren. Keine Abkommen mehr. Keine Diplomatie mehr. Diese Waffen werden nicht länger schweigen. Deine Arbeit wird nicht vergebens sein, Vater. Zeig dich! Du verschwendest dein... Victor. Captain Price. Bin nicht überrascht. Du bist ein toter Mann, Sakaev. Der Krieg tobt bereits. Mich zu töten ändert nichts. Ich töte dich nicht. Aber der Sturz... Warte! Nein! Alle Einheiten! Sakaev ist tot, aber die Rakete ist scharf. Nick, ich brauch den Code, schnell! Klar, hier kommt der Kommando. Sechs. Sechs. Eins. Eins. Fünf. Fünf. Wiederholen. Nick, wiederholen. Ich höre dich nicht. Verdammt, Nick, die letzte Ziffer. Sechs, an alle auf Empfang. Start abgebrochen. Mission abgeschlossen. Auf lange Sicht. Mein Service an Kommando. Soap. Statusbericht. Halbe Meile vor der Küste. Hier wird es langsam echt ungemütlich. Halt durch. Wir kommen zu dir. Folgt mir. Und als letztes steht jetzt hier noch, Nikolai empfängt die Nachricht, kann er sie rechtzeitig zu Preis bringen.
Und als Bild steht jetzt hier noch Message Received und Nikolai. Ich denke mal, da geht es auf jeden Fall hundertprozentig nochmal weiter. Wer das jetzt nicht verpassen will, kann gerne jetzt ein Like und ein Abo dalassen. Und ich werde euch in der Endcard nochmal die Playlist verlinken. Da habt ihr alle vorhergehenden Missionen. Okay, haut rein, euer Goldpriester. Tschauski.